Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir unseren Steam-Account mit unserem Origin-Account bzw. mit unserem EA-Account verknüpfen können. Das Ganze ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach, bringt aber einige Vorteile auf jeden Fall mit sich. Man muss aber eigentlich wissen, wie es geht, ansonsten kann man da nicht so wirklich drauf kommen. Das erste, was wir also machen müssen, ist, dass wir einfach mal hier ins Internet gehen und dann suchen wir einfach nur nach EA. Das geben wir also einfach ein, dann gehen wir hier direkt auf die offizielle EA-Website, also einfach EA.com. Hier gehen wir also einmal drauf, dann klicken wir hier oben auf dieses kleine Männchen oder was es sein soll, oben rechts in der Ecke auf jeden Fall, und hier klicken wir dann nicht auf Konto erstellen, sondern auf Anmelden. Hier sehen wir dann die verschiedenen Anmeldeoptionen. Hier ist aber dann jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht irgendwie Xbox oder PlayStation auswählt, je nachdem, falls ihr da schon ein Konto haben solltet, sondern wir müssen hier an dieser Stelle auf jeden Fall Steam auswählen. Dort klicken wir also einfach einmal drauf und dann öffnet sich hier dieses Fenster. Dann müssen wir hier erst einmal unseren Steam-Benutzernamen eingeben. Das Ganze setzt also auch voraus, dass wir bereits ein Steam-Konto haben. Falls wir das noch nicht haben sollten, dann können wir hier einfach auf Create an Account klicken. Dann können wir da einfach ein Konto erstellen. Und zu guter Letzt müssen wir dann natürlich wie immer auch noch einmal unser Passwort eingeben. Wenn wir das beides richtig eingegeben haben, dann können wir hier auf Sign In klicken. Dann würde uns Steam zusätzlich auch nochmal eine E-Mail zuschicken. Das ist bei mir gerade auch schon passiert. Ich glaube, das ist auch bei jedem so ist. Und zwar steht da nochmal ein Code drin, den muss man hier einfach einmal eingeben. Und dann können wir hier schon auf die linke von den beiden Boxen klicken, also Submit My Special Access Code. Hier klicken wir dann noch einmal auf Proceed to Steam und dann haben wir Steam und Origin schon direkt miteinander verknüpft. Falls ich euch mit diesem Video hier also weiterhelfen konnte, dann lasst mir gerne einen Like da, kurz fürs Zuschauen und haut rein!